Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heroes of the Storm. Im Angespielt, noch immer alleine, wir sind noch im Tutorial, haben letzte Folge Tutorial 1, erste Aufnahme, diese ist Folge Tutorial 2. Wir schauen mal, ob es besser wird als in der ersten, im ersten Versuch. Das habe ich ja schon mal gespielt und aufgenommen, nur die Aufnahme habe ich gelöscht, weil das war ein totales Durcheinander. Und schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, ihr seid bereit, Rayna. Jetzt wird es ernst. Wenn ihr verletzt seid, kehrt zu unserer Halle der Stürme zurück. Dort werden eure Wunden mit der Zeit automatisch geheilt. Wie zuvor geht es darum, die gegnerische Zitadelle zu zerstören. Also ich sehe das so. Drei Wege führen zur anderen Basis. Besser, wir sorgen dafür, dass alle Wege abgedeckt sind. Jetzt habt ihr es begriffen, Junge. Folgt mir in die Schlacht und macht euch kampfbereit. So, jetzt wissen wir zumindest einmal, um was das geht. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Das heißt, ich muss dort einmal warten. Ich bin jetzt im mittleren Weg, es ist wie bei LOL. Ich könnte auf diesem Weg eure Hilfe gebrauchen. Stürzt euch in den Kampf. Wie auf. Was ist denn da eigentlich? So, Kamera ist aktiviert. Kämpft es da eh heute noch, weil ich möchte da nicht ganz alleine fahren, der erste sei, der was da durchrennt. Wenn ihr gegnerische Diener, Helden oder Gebäude vernichtet, erhält unser Team Erfahrung. Ja. Okay, 58. Hier werden Stufe und Erfahrung beider Teams angezeigt. Okay. Sobald die blaue Leiste voll ist, steigt unser Team auf und wir werden alle stärker. Okay. Dann wollen wir uns mal eine Stufe holen. Du kannst auf mich zählen. Jetzt bin ich gleich tot. Nein, sehr doch nicht. Gut. Wir sind eine Stufe auf. Das habt ihr davon. Eure Werte haben sich erhöht und eure Fähigkeiten sind stärker geworden. So. Wenn man da ein bisschen schneller draufrutzen darf, das war gar nicht so deppert eigentlich. Und. Boah! Alles deppert. Gut, das heißt, du misst auf die Gruppen da. Das macht aber Spaß, ey. Scheiß durch die Wand an. Ja. Man muss halt, das ist wahrscheinlich alles Training, wir und was, und das wird auch jeder. Auch jeder einzelne von den Charakter wieder anders spielbar sein, wie halt bei LOL. Machen wir zurück ein Stück. Hört sich gut an. Jetzt habe ich keine Mana mehr, das sehe ich da unten. Da kann ich dann natürlich auch die Zauber nicht verwenden, so geschaut bin ich mittlerweile auch. Jetzt wird es verwarten, müssen wir Q auch wieder verwenden darf. Da braucht man 60 Mana. Was muss das? Zurück, Junge. Es ist gefährlich, einen Turm ohne unsere. Ja, dann kämpft halt, Diener. Hallo. Kopfschuss. Das mit Mana geben am Senke, dass das so wenig ist. Aber dann kommt man schon ruhig ein bisschen mehr. Ach, jetzt wollen wir wieder W-Druck, statt dass ich es angreife. Ich bin vielleicht ein Depp. Was muss, das muss. Da haben wir nichts zum Schießen, momentan, so wie es ausschaut. Wir könnten hier eure Hilfe gebrauchen. Wir werden diese Riesen überreden, sich uns anzuschließen. Okay. Dann hoch zu den Riesen. Und mal wieder mit dem Pferd. Das könnte gut aber denn sonst? Werden.
Wo wird's denn hingeschossen? Stellt euch einen Augenblick lang in das Signal, ja? So. Wunderbar. Sobald ein Söldnerlager das können wir uns auch holen. Anschließen und entlang des nächstgelegenen Weges angreifen. Das ist dann irgend so ein Checkpoint, schätze ich. Dann eskortieren wir diese Riesenviecher mal zum Vor und jagen das Ding in die Luft. Mit einem Reittier könnt ihr euch viel. Ja, wenn ich reiten wollen darf. Die Standardtaste dafür ist. Na, Z bei mir. Bei mir Z. Österreich Z. Riesen sind sehr gut darin, Force aus der Entfernung zu zerstören. Verdammt, ich fühle mich nicht so gut. Sucht einen Heilbrunnen auf. Ihr könnt dort per Rechtsklick Lebenspunkte wiederherstellen. Aber drei. Ich brauche nicht Y drucken. Ach. Wunderbar. Durch das Trinken des Brunnenregels schneller. Ja, viel schneller. Doch ihr müsst warten, bis er wieder aufgefüllt ist, bevor ihr erneut davon trinkt. Ist eigentlich geil, dass er da oder mein Let's Play macht, da, der Horst. Das sind die Sachen, die ich eigentlich erklären möchte. Gehauzen halt um den Horst, ha? Siehst das? Heroische Fähigkeit freigeschaltet. Eine mächtige Fähigkeit, die in der Schlacht die Wende bringt. Okay. Passt nur auf, wann ihr sie einsetzt. Jetzt zum Beispiel. Heroisch, ja? Ich freue mich schon, die auszuprobieren. Huh. Draufhauen, draufhauen. Jawohl, jawohl, Chi, jawohl. Aber klar doch. Nicht einmal so deppert. Nicht einmal so deppert. Ach Gott, ich wollte auch drucken. Mit den Tasten muss ich mir, also Bewegung rennt eigentlich nur über die Maus ab, da mit den Klicks, Rechtsklick ist direkt, mit A und Linksklick ist eigentlich meine hauptsächliche Fortbewegungsvariante, weil ich da automatisch angreife natürlich. Oh, malertechnisch müssen wir schauen. Zurück, Junge. Es ist gefährlich, einen Turm ohne unsere Diener anzugreifen. Ach Gott. Ihr habt nur noch wenige. Ich sehe es. Sucht euch einen. Na, Geheilbrunnen für den Arsch. Ah, naja, vielleicht da durch. Aber da mal angreifen, hä? Achso, da wollte ich eigentlich A drucken, gell? Wenn ich A drucke und daher, dann reift das wieder automatisch an. Au, 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 hallo, 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 hallo. Adrenalinrausch. Ah, da mache ich vielleicht mehr. Mehr Schaden. Nur eine Rotzen da. Bewegen wir da Vierer und lassen uns sicher weg niedermetzeln. Aber ich glaube, wir sind relativ weit bei seiner Basis hierbei, so wie es ausschaut. Da kommt jetzt der nächste Ilian. Illidan. Das gegnerische Team wurde ausgelöscht. Jetzt kommt er. Oder? Ihr habt nur noch wenige Lebenspunkte. Sucht euch das einen Heilbrunnen. Das gegnerische Team wurde ausgelöscht. Es geht sich aus, das überleben wir. Oh. Zieht euch zurück, Junge. Ich will nicht. Ich greife sie eine der Lorne an. Alter, was hat er denn? Wenn ich alle nicht so ein Lulu bin. Habt, heilt euch an einem Heilbrunnen. Jetzt ist die schon wieder auf maximale Lautstärken aufgegangen. Irgendeine Tastenkombination taugt mein. Ich muss die ganzen Tastenkombinationen ausschalten. Weil irgendwas taugt. Moment, ich muss schon wieder ausgetappen. Das Problem ist.
MyCloud-Stärke aus irgendeinem. Ich muss aufpassen, mit was ich die da auftrage. So. Mit einem Reittier könnt ihr euch viel schneller bewegen. Ja, das weiß ich mittlerweile, ja. Standardtaste dafür ist Y. Aber ich will kein Reittier. Zieht euch zurück, Junge. Außerdem ist die Standardtaste nicht Y, sondern Z. Zumindest auf einem deutschen Keyboard. Ihr habt nur noch wenige Lebenspunkte. Sucht euch einen Heilbrunnen. Hier ist Jimmy. Okay, das weiß ich schon. Mit meinen Worten, ich will jetzt wieder einreiten. Wir sind nicht gut in Führung, aber ja. Das gegnerische Team wurde ausgelöscht. Zieht euch zurück, Junge. Es ist gefährlich, einen Turm ohne unsere Diener anzugreifen. Oh ja. Das gegnerische Team wurde ausgelöscht. So, jetzt sagt mir, was Kind ist. Burschenbärschen. Geht schon. Haut's drauf, haut's drauf, haut's über dem Schädel, haut's über dem Schädel. ja, es ist eigentlich so weit ganz cool, das Spiel. Das gegnerische Team wurde ausgelöscht. Und jetzt haben wir nämlich dann die Möglichkeit, ich bin da eh absolut nicht in Gefahr momentan. Wir rennen da Vierer und jetzt nehmen wir nämlich dann einmal die R und lassen das einmal da rumziehen. Da, was tust du jetzt, Habuli? Was tust du jetzt? Ich wollte mal draufrutschen, weil es. Werd sich schauen, schau. Ihr werdet alle verrecken, alle verrecken, werdet sich. Jetzt, du nimmst die Festung nicht zerstört. Na, jetzt einmal nimmer. Boah, hallo. Nicht zu früh vorne. Oh, kriegt gleich meinen Wehhall und greift zusammen. Holt es euch! Das gegnerische Team wurde ausgelöscht. So, da heben wir uns jetzt den Kuhschutz oben auf. Zeigen wir es ihnen. Wir haben einiges abbekommen. Nein, ich mag keinen Heilbrunnen. Ich mag das Ding jetzt einmal wegkrotzen. Das gegnerische Team wurde ausgelöscht. Ach, schon wieder. Es ist gefährlich, einen Turm ohne unsere Diener anzugreifen. Ja, schlechte. Zieh ab, zieh ab, zieh ab. Kämpft's einmal. So. Warte wieder. Jetzt holen wir sonst die Dinger. Jetzt holen wir uns den Sieg. Jawohl! Jetzt war ich nicht einmal daran beteiligt, aber wir haben gewonnen. Sieg! Ja. Ganz cool. Beeindruckend. Ich glaube, ihr seid nun bereit, mehr über eure Talente zu erfahren und zu lernen, wie ihr die Fähigkeiten eures Helden anpassen könnt. Was meint ihr? Bis jetzt ganz cool eigentlich. Mal schauen, ob man das Spiel so viel begeistern kann, dass ich ein Dauer-Let's Play davon mache. Jetzt haben wir mal auf alle Fälle noch ein paar Folgen. Aber bevor wir jetzt das Training starten, hätte ich gesagt, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns dann im dritten Teil von Tutorial wieder und dann wahrscheinlich ab Folge 4 mittenher von und zu Swiftmaster. Und ich habe bis dahin gesagt, das hat mich gefreut, dass ihr gesehen habt. Ich hoffe, es zeigt es mir bald einmal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao mit euch.